Hallo, ihr lieben Gartenfreunde. Es geht wahrscheinlich jedem so. Morgens kommt man ins Gewächshaus, dann sieht man das hier. Tomaten sind nass. Es ist eben wegen diesen Temperaturschwankungen, die wir gerade jetzt haben, nachts und tagsüber. Und dann passiert nämlich sowas. Ich schüttel die jeden Tag ab, nach Möglichkeit. Das dauert nicht lange, aber ich versuche sie abzuschütteln. Und wir wissen ja theoretisch, dass in dem Nass bei den Pflanzen besteht die Gefahr, dass Krankheiten auftreten können bei Tomaten. Aber die Gefahr besteht auch woanders. Und darüber möchte ich heute eigentlich sprechen. Und zwar, also es ist jetzt etwas ruhiger bei mir hier mit dem Regen. Aber heute und morgen und gestern und übermorgen, ja, und keine Ahnung noch wie viele Tage, wird es ununterbrochen regnen. Jetzt ist der Regen nicht so stark, deswegen bin ich hier mit der Kamera draußen. Ich möchte euch Folgendes zeigen. Wenn es bei euch so regnet wie bei uns, also wirklich ununterbrochen, wir haben gerade heute laut Wetterbericht kommen pro Quadratmeter ungefähr 73 Liter. Morgen sind es, glaube ich, nur um die 40, übermorgen 20. Ja, also in diesem Dreh, als ob es bis jetzt noch nicht geregnet hätte. Und zwar diese Blätter, wenn es so nass ist wie bei uns und der Boden trotz Mulchen nur noch nass ist. Also es steht Wasser quasi im Garten. Es ist wirklich so nass, dass man das Wasser quasi schon spüren kann. Dann ist Folgendes zu beachten. Falls es bei euch so regnet wie hier, und zwar alle Blätter, die nach unten eventuell, so wie hier, den Boden berühren, wegschneiden. Ich weiß, es ist viel zu früh für Blätter abschneiden bei Tomaten, aber ich mache das, weil die Gefahr besteht, dass sie jetzt schon, da es nur noch regnet und es ist kalt, es sind gerade 10 Grad, also bei uns, heute haben wir maximal 12, heute ist der 31. Mai, sage ich dazu, und seht ihr, wie die Blätter ausschauen? Und das sieht nicht gut aus. Aus diesem Grund schneide ich alle unteren Blätter weg. Weil, wie gesagt, die Gefahr besteht, dass sie jetzt schon Kraut- und Braunfäule bekommen. Natürlich kann man auch gleich die ganzen kleinen Geizlingen wegmachen, die unten sind. Die mache ich sowieso immer weg vor der ersten Blüte. Die erste Blüte startet nicht, weil ja, es ist einfach nur zu kalt. Aus diesem Grund gehe ich jetzt mit der Schere durch den Garten und schneide bei meinen Tomaten überall die unteren Blätter einfach weg. Schaut euch das an. Wo sollen hier noch 73 Liter rein? Ja, Wahnsinn. Es ist einfach sehr, sehr nass. Und wenn es aber bei euch nicht mehr so stark regnet, beziehungsweise keine 70, 40 oder wie auch immer Liter bei den Tomaten, kann man jetzt schon die erste Düngung vornehmen. Warum? Einfach aus dem Grund, nach den vielen Regen, die wir in letzter Zeit hatten, ist die ganze Nahrung quasi rausgewaschen worden. Die ist irgendwo in der Tiefe, weil der ganze Regen, der muss ja irgendwo hin. Und der hat sich jetzt überall im Boden verteilt, auch tief ins Innere. Aus diesem Grund, wenn es schon aufgehört hat bei euch zu regnen, bei mir, ihr seht, da steht das Wasser bei den Tomaten, wo die Wurzel ist. Also das ist ein ganz schlechtes Zeichen. Aber ich kann den Regen nun mal nicht abschalten. Aus diesem Grund entferne ich die unterste Blätter und hoffe, dass es in den nächsten Tagen, Wochen, ja, man kann nur hoffen, endlich aufhört zu regnen. Zumindest bei uns hier. Ich weiß, 100 Kilometer höher zum Beispiel als bei uns hier im Schwabenland war es gestern nicht so schlimm. Bei uns hat es gestern 5-mal geregnet, also wirklich stark. Und da wir leider nichts dagegen machen können, können wir wenigstens das machen. Blätter abschneiden und wenn es ungefähr 24 Stunden trocken bleibt, dann eine Düngung vornehmen. Aber wirklich eine sparsame Düngung und am besten eine trockene. Weil wenn es so viel regnet, dann braucht die Pflanze nicht noch zusätzlich Wasser. Eine trockene Düngung für Tomaten ist zum Beispiel eine gemischte NPK-Düngung für Tomaten, die man der Erde beimischen kann. Weil wenn es sowieso weiterhin regnet, dann verteilt die sich von alleine, ohne dass wir noch zusätzlich Wasser der Pflanze geben. Es gibt auch viele Mittel, die man auf die Blätter eintragen kann, also professionelle Mittel. Oder man geht her und ich mache das zum Beispiel so, ich sammle Kaffeesatz, Hornspäne und ich mache eine schöne Mischung damit, dass wirklich von jedem was ist, dass Stickstoff drin ist,
Phosphor und Kalium, Holzasche, macht ein kleines Gemisch und verteilt es hier je unter jede Pflanze, damit, wenn der nächste Regen kommt und hoffentlich nicht mehr so stark, damit die Pflanze bei der Wurzel wieder Nährstoffe hat, mit denen sie weiterhin arbeiten kann. Die Tomatenpflanzen sind noch sehr klein und desto trotz ist es so viel geworden. Und nachdem das getan ist, dünge ich meine Pflänzchen. Einfach aus dem Grund, dass sie jetzt durch die vielen Regen einfach sehr, sehr schwach auch werden. Ich mache es trotzdem, auch wenn ich weiß, dass es noch die ganze Zeit regnen wird. Weil es hat schon die letzten Wochen, ja gefühlte 3-4 Wochen geregnet. Doch ein trockener Tag war dabei. Das war der Sonntag. Und aus diesem Grund bekommen die Pflanzen bei mir jetzt trotzdem eine Düngung. Einfach damit die sich verteilt, auch vom Regen, bis es dann trocken wird. Wenn es dann wirklich trocken ist, dann ist schon was im Boden und die Pflanzen können es aufnehmen. Weil alles, was ich vorher reingetan habe, ist mittlerweile mit dem Regen rausgewaschen. Ja, ich möchte noch ganz kurz zu den Beeten was dazu sagen. Falls jemand dabei ist, der heute zum ersten Mal meine Videos anschaut oder einfach so mal reingeschaut hat. Das, was hier rumliegt, das ist nicht Müll, den ich hier entsorge. Das ganze Grün, das habt ihr bestimmt auch vorher im Bild gesehen, sondern das sind meine Abschnitte aus dem Garten, die ich nicht mehr brauche, wo zum Beispiel der Salat schon in die Blüte geht oder so. Das schneide ich einfach hier rein, verteile es. Das ist der Kampf, das ist mein Kampf gegen die Schnecken, weil die gehen eher an die Salatblätter und an Lauch als an Tomaten, weil das schmeckt ihnen besser. Und aus diesem Grund verteile ich das so und so kann ich sie besser da einsammeln, wo sie wirklich sich selbst versammeln. Die gehen dahin und ich hole sie mir da ab quasi. Aber diese Blätter, die lege ich nicht zu den anderen Grünabschnitten, die ich so bei meinen Beeten liegen habe. Tomatenblätter schmeiße ich grundsätzlich weg. Ich entsorge sie, auch wenn es Jungpflanzen sind, auch wenn es nicht unbedingt kranke Blätter sind. Ich schmeiß grundsätzlich Tomatenblätter weg, einfach um der Gefahr aus dem Weg zu gehen. Und noch eine kleine Anmerkung für meine russischsprachigen Zuschauer. Ihr habt mich gefragt und ich habe es gemacht. Ich habe jetzt einen Kanal auf Russisch gemacht und den Link dazu findet ihr in der Beschreibung.